Hi Freunde, was geht ab? Ich bin's Christos und bitte nicht erschrecken, ich bin hier erstens mal in dem Zimmer von meiner Schwester, weil ich dachte, ich hab mal Bock einfach hier zu drehen. Und zweitens, erschreckt euch nicht, ich hab eine Snapback auf, ich bin heute wieder mal Bad Hair Day des Todes und hatte einfach mal Bock, ein Video mit einer Snapback zu drehen. Heute geht's um den ach so berühmten Falim Kaugummi aus meiner Turkish Candy Challenge. Ich habe ungefähr 18 Millionen Kommentare dieser Art bekommen. Der Kaugummi schmeckt doch voll gut, deine Reaktion war viel zu übertrieben, bla bla bla. Und ich habe mir gedacht, ey Leute, mein einziges Kommentar dazu ist, jeder hat seinen eigenen Geschmack und wenn es einem nicht schmeckt, dann schmeckt es einem nicht. Aber ich habe mich überzeugen lassen von euch, weil viele haben reingeschrieben, ihr müsst es viel länger kauen, es gibt andere Geschmacksrichtungen, bla bla bla, man kann die größten Blasen damit machen. Auf jeden Fall war ich heute wieder im Jami und habe mir mal so viele Sorten hier besorgt und die werde ich jetzt heute für euch alle probieren. Wer mein Turkish Candy Challenge Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch mal hier oben auf diesem i und in der Infobox, also schaut auf jeden Fall erstmal das an, bevor ihr das Video hier schaut. Und jetzt fangen wir einfach an. Ich fange diesmal mit einer Geschmacksrichtung an, weil ich diesen ganz normal kein Geschmack Ding schon probiert habe, letztens im Video, den mache ich als letztes, fange ich heute an mit dem Erdbeergeschmack. Ich muss schon mal sagen, der riecht auf jeden Fall wesentlich besser als dieser geschmackslose. Das riecht richtig lecker und ich probiere es einfach mal. Und Leute, ich muss euch sagen, dieser Kaugummi geht voll klar. Hammer. Für mich schmeckt dieser Kaugummi nicht nach Erdbeer, sondern der schmeckt nach nichts. Und der, wo nach nichts schmecken sollte, schmeckt einfach nur eklig. Ich muss mal sagen, den Kaugummi, erstens, die sind richtig hart, man muss die richtig lange kauen. Zum Glück habe ich damit keine Probleme, sonst hätte ich jetzt schon Muskelkater. Aber den kann man auf jeden Fall locker nehmen. Ich will es nicht so lange kauen, bis ich eine Blase machen kann, das dauert ewig, habe ich das Gefühl. Aber Kaugummi 1, Erdbeergeschmack, gar kein Problem. Nice. Dann mache ich mal weiter mit Tutti Frutti, das sind so Äpfel und so drauf. Und der riecht richtig lecker, wie so ein Classic Kaugummi, von diesem Zahnputzding, dieser pinke, so riecht der. Richtig lecker. Probieren wir mal. Mein Lieblingsgeschmack, der schmeckt richtig gut, ohne Witz. Geil. Schmeckt Hammer. Freunde, ich habe damals, glaube ich, einfach nur die falsche Sorte gekauft. Genau gleich. Schmeckt super gut. Dann habe ich hier den nächsten und zwar habe ich hier zweimal so einen Minzgeschmack. Einmal mit Carbonatli, Falim Carbonatli ve Nane Aromali Şekerisiz Tadlı Çakıç, keine Ahnung. Zwei Stück, einmal halt diesen, einmal diesen und probieren wir mal. Die riechen schon etwas strenger und nicht so lecker. Bitte Kamera, bleib noch ein bisschen an wegen dem Akku, ich mache dich gleich aus. Nummer 1. Ohne Witz, ich mag ja Minzgeschmack, aber das ist echt extrem. Als ob man auf so einer Minzpflanze rumkaut. Aber geht auch noch, also man kann es auf jeden Fall nehmen. Schmeckt gar nicht so schlecht. Das war jetzt der weiße hellblaue und jetzt habe ich den, wo ganz grün verpackt ist. Vom Geruch her sind die beide relativ gleich, so minzig halt. Mal gucken, wie der schmeckt. Schmeckt viel besser. Schmeckt nicht so intensiv und auch nicht so, nicht so intensiv minzig einfach. Schmeckt viel besser. Ich habe nur, mir gefällt es nicht, dass die Kaugummis so extrem hart sind, dass man da so extrem hart drauf rumkauen muss, bis die weich werden. Aber den kann man auch essen. Ich habe jetzt extrem Angst einfach nur vor diesem. Das ist der letzte, hier sieht man es. Das ist der ohne Geschmack, ich probiere den aber nochmal für euch. Jetzt kommen wir zur Stunde der Wahrheit, der originale. Ups, erste schon weg. Der originale geschmacklose. Und vor dem habe ich echt Angst. Also die anderen Falim Kaugummis, die gingen voll klar. Also ich nehme mein Ding zurück. Der stinkt wieder so eklig, Alter. Das ist so eklig. Also ich probiere es. Ich habe ihn schon mal länger drin als den anderen.
Freunde, sorry, das ist so schlimm. Ohne Witz, diesen Geschmacklosen kann ich nicht essen. Ich nehme hier wieder Tutti Frutti. Für den Geschmack, das geht auf jeden Fall klar. Der Geschmacklose tut mir einfach leid, den kann ich nicht essen. Das ist so eklig. Ohne Witz, man kann es nicht sagen, es ist eklig. Tut mir leid. Auf jeden Fall, ihr habt jetzt gesehen, die anderen verliebten Kaugummis gehen für mich auf jeden Fall trotzdem klar. Und ich hoffe, ihr seid jetzt damit einverstanden. Wie gesagt, man hat einen anderen Geschmack. Nicht jedem schmeckt alles. Deswegen hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall eine Türkisch Candy Challenge ab, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Und bis dann. Falim, Selisi Vjorum, Saftkatsch, Eschek, Sanane Banane, I'm out, hi there, ciao.